Jojo Party, wir sind über einem Meter. Schöne Hausmusik. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Er weiß sicher, wo Paco ist. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Ja. Paco Mendes, der Doc vermietet ihm das Apartment. Kein Typ, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Ja, was hast du noch für mich? Alles wird gut. Ich finde den Typen, stell ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Ja, jetzt ist es schon eher Techno. Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, sollte ich lieber aufpassen. Ah, Melodik-Techno. Immerhin. Ich bin noch nicht über meine Begegnung mit dem Todesdoktor hinweg. Kindergarten für den Jetset. Definitiv nicht mein Stammlokal. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Lass mal die Bar finden. Ah, da hinten ist die Bar. Sehr schön. Das erste, wo ich immer gucke, wenn ich irgendwo bin, wo ist die Bar? Ich gehe immer zuerst hin. Lass mal was zu saufen holen. Ey, lass mich durch. Ich hab Durst. Hey, das ist gar keine Bar. Das ist eine Lounge. Oh mein Gott. Ah, da hinten. Das ist doch eine Bar, oder? Neben dem DJ-Pult? Woo! Ah. Hä? Ah, wollte ich gerade sagen. Hä? Hat sie sich rausgeputzt, die Madison Page. Ja, es sieht schon cool aus, wie die tanzen halt, ne? Also, kommt gut hin, so. Lol. Ah, ich wollte schon sagen. Boah, was ist das denn jetzt mit dem Mann? Geh doch dahin. Jetzt kommt er wieder. Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Muss mir was anderes einfallen lassen. Ah, guck mal hier, die Tänzerinnen, die dürfen rein. Ah. Ich will tanzen hier, lass mich da drauf. Ja. Vielleicht bemerkt er mich, wenn ich in seiner Nähe tanze.
Oh nein! Oh nee, das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Oh! Nein, nein, nochmal! Tanzen! Och nee. Egal, wir schaffen das schon. Der hat jetzt nicht geguckt, hä? Nochmal! Du musst ein bisschen hotter tanzen. Der guckt ja gar nicht. Meine Nummer könnte ein bisschen schärfer sein. Ich muss mich nur irgendwo umziehen. Klar, die Toilette. Privat und nur für Damen. Der große rote Kasten neben dem Eingang. Und was gibt's denn noch? Plan? Die Toilette. Privat und nur für Damen. Der große rote Kasten neben dem Eingang. Oh, ich dachte, ihr könnt jetzt noch weitermachen. So, egal, dann mach dich mal heiß. Zeit für das sexy Girl. One more time, one more time. Ja, das ist jetzt nicht so viel anders. Bluse ein bisschen auf. Wir haben sie ja schon nackt gesehen, die Madison. Nichts Besonderes mehr. Wie, das reicht? Nee, da, ich konnte doch noch mehr machen. So wird das nichts. Genau, den Rock ein bisschen kürzen. Oha. Das ist aber schon krass kurz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo? Ich denke manchmal, dass der Controller irgendwie nicht funktioniert. Wow, Baby! So, und irgendwie konnte ich noch was machen. Ah, natürlich. Ein bisschen... What? Lidschatten. Aua, das ging ins Auge. Ja, ist ein Eyeliner, kein Lidschatten. Oh, hast du noch was hier? Vielleicht genau. Oh, langsam hier. Ready for this? Oh, ein bisschen Lippenstift. So, dann haben wir noch was zum Schminken hier. Was macht er denn jetzt? Oha. Waffe ist am Start. Nope. Oh, verdammt. Verdammt. Das ist jetzt anders. Nein.
Ey, Gorilla! Komm mal ran hier. Hol mir die da mal. Ah, die andere darf gehen. Welcher Kragen? Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber privat. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. Komm mit mir. Der rennt einfach weg. Jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen so Trends House Melodik. Ja, Melodik nicht wirklich. Trends. Ich gehe rein, bringe ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. 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 Aus den größten Fehler deines Lebens, Madison. Alles wird gut. Ich habe einen Plan. Ich weiß genau, was ich mache. Jetzt nur nicht schwächeln, auch wenn sich meine Knie wie Pudding anfühlen. Ich habe kein gutes Gefühl. Keiner weiß, wo ich bin. Mir hilft niemand, wenn die Sache aus dem Ruder läuft. Der Typ ist wirklich widerlich. Bäh. Jetzt folge ihm einfach ins Büro. Willkommen in meinem Reich. Boah. Geil. Voll der große... das große Aquarium, das ist doch voll lässig. Ich nehm die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. Ja, bitte. Was ist das für Mucke, ey? Zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Boah, ist die Musik penetrant, ey. Weiß nicht, was daran cool ist, ey. Überleg dir was. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Die Lampe. Die Lampe.
wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Hat echt gesessen. Gut gemacht. Jupp. Oh, endlich mal. Und sie hatten so, gefesselt, das ist einfach nur gut. Zwei. Loverboy packt aus. Ach, mit reindrücken. Hä, das geht nicht immer. Ah. Bam!